So, hi Leute, servus, herzlich willkommen beim Alex E. Ich lade euch ein zu einem Experiment. Dieses Experiment nennt sich, der Alex zeichnet einen Podcast-ähnlichen Monolog auf und lässt euch an seinen Gedanken teilhaben. Das Thema von dem Ganzen lautet Schienengüterverkehr, / Einzelwagenverkehr 3.5 oder so ähnlich. Warum 3.5? So, wie ist es denn heutzutage beim Einzelwagenverkehr? Es wird einen Wagendisponent beim Eisenbahnverkehrsunternehmen geben. Dieser Wagendisponent hat seinen Kundenstamm und der Kundenstamm wird ihm sagen, am Tag X brauche ich diesen, jenen und welchen Wagen, da ich so und so viele Sachen verladen möchte. Und der Wagendisponent beauftragt dann mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf die Bedienfahrt, dass dann zur gewünschten Zeit am gewünschten Ort die Wagen stehen. Es wird dann festgelegt, in welchem Zeitfenster die Wagen zu B- oder entladen sind, also in unserem Fall erstmal zu B-laden und dann, wann die Wagen wieder von der nächsten Bedienfahrt geholt werden können, damit sie dann auf die Reise gehen zum Empfänger. Beim Empfänger werden die Wagen dann nach der Transitzeit gestellt werden. Auch da wird man wieder sagen, die Wagen stehen im Zeitfenster von bis zum Entladen, eventuell sogar auch wieder zum Beladen. Das wäre natürlich für das Eisenbahnverkehrsunternehmen top. Und danach werden die Wagen wieder geholt und gehen erneut auf die Reise. So, das Ganze ist zeitaufwendig, personalintensiv und vor allem auch langsam. Denn diese Bedienfahrten, die brauchen alle einen Fahrplan. Es muss Personal dafür bestellt sein, es muss Personal dafür geplant sein. Es muss je nachdem, wo der nächste größere Güterverkehrsknotenpunkt ist, von dem aus die Bedienfahrt startet, muss eine Trasse dorthin eingelegt sein und so weiter und so fort. Also das Ganze ist nicht unbedingt das, was man sich als Kunde an Flexibilität wünscht. Das war möglicherweise mit den Lieferketten von 1950, 60 und 70 noch zeitgemäß, aber heutzutage ist das Ganze nicht mehr zeitgemäß. Wobei ich hinzufügen muss, ich kenne das Ganze nur aus meiner eigenen Ausbildung, da haben wir das kurz angerissen und das ist der Sachstand von Ende der 1990er Jahre. Mittlerweile, Mitte der 2020er Jahre, 25 Jahre später, gibt es da möglicherweise ein anderes Prozedere. Das kenne ich aber nicht, da ich durch meine berufliche Tätigkeit ja mit dem Güterverkehr an und für sich relativ wenig zu tun habe. Also ich arbeite bei DB Fernverkehr, für den, der es nicht weiß, außer dass die fensterlose Zunft, also die Güterzüge, ab und zu mal meinen schnellfahrenden Reisezügen mit wenig Halten blöd im Weg rumstehen, aber das ist ein anderes Thema. So, spinnen wir jetzt mal den Faden und gehen mal in eine ferne Zukunft, die vielleicht im Jahre 2040 oder im Jahre 2050, also in 15 oder 25 Jahren stattfinden könnte. Warum so ein langer Vorlauf? Ja, mit der Eisenbahninfrastruktur, mit der Sicherungstechnik von Stand 2024 lässt sich das Ganze so ohne weiteres nicht durchführen, denn Fahrwegbeobachtung und Fahrwegsicherung ist auf Zugfahrten ausgelegt und nicht auf dem, was ich euch jetzt so vorstelle. Wie komme ich überhaupt auf die Idee? Zum einen deshalb, ihr habt mich oder einer der Kommentareschreiber hat mich letztens in einem Kommentar gefragt, wie denn der Einzelwagenverkehr im Güterverkehr stattfindet. Das Thema habe ich jetzt so durch. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit einen Artikel in einer amerikanischen Fachzeitschrift gelesen und da ging es
um den Güterverkehr der Zukunft, dass sich da Leute Gedanken drüber machen, wie das Ganze laufen könnte. Ich habe mir das durchgelesen, das Ganze war nicht sonderlich in die Tiefe reingegangen, muss es aber auch gar nicht. Und ich habe mir da jetzt im Nachgang ein paar Gedanken gemacht. Das Ganze ist immer wieder in meinem Kopf aufgeblitzt. Und ich finde die Thematik an und für sich relativ interessant. Und ich habe mir auch so ein paar Gedanken um die Rahmenbedingungen außenrum gemacht. Aber das Ganze ist relativ oberflächlich, auch von meiner Seite aus. Und ich lade euch da gerne dazu ein, in die Kommentare unter dem mal mit zu diskutieren und ebenfalls eure Gedanken auszutauschen. Ich bin gespannt, was dort rauskommt, und ich bin auch gespannt, ob es anhand eurer Gedanken eine Wiederaufnahme des Fadens geben wird, dass wir dort eine Fortsetzung zu dem Ganzen machen, oder ob es bei diesem einmaligen Gedankenformulieren bleibt. Aber das bringt alles die Zukunft. Jetzt stellt euch einmal vor, unsere Sicherungstechnik von der Infrastruktur ist so weit, dass eine Art selbst angetriebener Güterwagen sich selber befördert. Soll heißen, ein selbst angetriebener Güterwagen, wie könnte der überhaupt aussehen? Stellen wir uns mal den stinknormalen zweiachsigen Habis-Güterwagen vor, oder von mir aus auch den vierachsigen Habis-Güterwagen. Den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Dieser Wagen steht irgendwo in irgendeiner Fabrik. Die Wände sind auf. Er wird mit dem Gabelstapler beladen. Die Ladung wurde gesichert und der Kunde ruft beim Eisenbahnverkehrsunternehmen an und sagt, ich habe hier einen Wagen, der ist fertig beladen, der kann jetzt da auf die Reise gehen. So, dieser Wagen ist oder bietet die Möglichkeit, selbst angetrieben auf die Reise zu gehen. Wie könnte man das Ganze realisieren? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, man baut diesem Wagen einen GPS-Empfänger ein, erstmal dafür, dass er weiß, wo er sich befindet. Was brauchen wir noch? Der Wagen braucht zumindest mal ein Akku-Pack, um Strom zu bringen für den GPS-Empfänger, um Strom zu haben für eine wie auch immer geartete Recheneinheit, dass dieser Wagen kommunizieren kann. Er wird also für irgendeinen Kommunikationsstandard, sei es GSM, also das Handynetz, da fällt mir ein, das Internet der Dinge, Industrie 4.0, das war ja vor einiger Zeit auch mal immer wieder gerne durchgekauter Begriff. Dafür brauchen wir also mindestens mal ein 4G- oder 5G-Netz, dass da eine Kommunikation vom Wagen mit irgendwelchen Rechnern entlang der Strecke stattfinden kann. Das braucht natürlich auch Strom. So, wie können wir diesen Strom in den Wagen reinbringen? Solange der Wagen steht, nur über ein PV-Panel. Wenn der Wagen fährt, können wir Generatoren anbauen, die über die sich drehenden Radsätze das Akku-Pack im Wagen laden. Aber wir sind noch nicht so weit, dass der Wagen aus eigener Kraft fahren kann. So ein Wagen in der zweiachsigen Ausführung wiegt bis zu 45 Tonnen. In der vierachsigen Ausführung wiegt er bis zu 90 Tonnen. Wir brauchen also ein bisschen mehr als das, was so eine handelsübliche 12 Volt Autobatterie oder eine 24 Volt LKW Batterie leisten kann, um diesen Wagen zu befördern. Ja, jetzt, wenn ich dran denke an Lithium-Ionen, die in Autos zum Beispiel eingebaut werden, Lithium-Ionen-Akkus, dann kommt bei mir schon wieder dieser Gedanke auf, ja, ist erstmal gut, bringt eine relativ hohe Energiedichte bei kleinem Bauraum, wobei sie immer noch relativ leicht sind, aber im Vergleich mit dem Gesamtgewicht vom Wagen ist das jetzt nicht so dramatisch. Und wir haben ja vor allem im Vergleich zu einem PKW bzw. zu einem LKW den Vorteil, dass wir uns auf der Schiene bewegen, und dadurch, dass wir auf der Schiene fahren, haben wir einen wesentlich geringeren Rollwiderstand,
Wir brauchen also auch wesentlich weniger Energie, um diesen Wagen zu bewegen. Also möchte ich mal behaupten, wir kommen mit einem Akkupack von einem E-Fahrzeug wahrscheinlich genauso weit, wie die Reichweite von einem vergleichbaren E-Fahrzeug wäre. Schon mal alleine dadurch, dass wir diesen viel geringeren Rollwiderstand auf der Schiene haben. Also, wir könnten so ein so ein Powerpack einbauen, einen Akku wie in einem PKW, aber dann sind wir wieder in dem Thema drinnen, was die Förderung der seltenen Erden angeht. Da gibt es ja auch diverse Kritikpunkte, dass das nicht unbedingt menschenrechtlich einwandfrei abläuft, dass dort auch Umwelt zerstört wird und diverse weitere Kritikpunkte. Und wenn wir dann irgendwann mal am Ende des Lebenszyklus von so einem Akku angekommen sind, muss dieser Akku ja auch wieder irgendwie zerlegt und recycelt werden und nach Möglichkeit in seine Bestandteile. Also okay, der Akku-Pack ist erstmal noch nicht das Maß der Dinge. Ein Bleiakku, der wäre wahrscheinlich von der Recycelbarkeit her und von der Herstellbarkeit her das deutlich bessere Medium. Da haben wir allerdings dann, um die Leistungsdichte unterzubringen, ein wesentlich höheres Gesamtgewicht von diesem Wagen. Wäre also auch eine Möglichkeit, aber ist wieder, was den Nutzlastfaktor angeht, limitierend. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben noch die Möglichkeit, dass wir beispielsweise einen Dieselgenerator in unser Fahrzeug unten reinbauen. Der Dieselgenerator ist aber halt auch wieder so eine Sache, denn der Dieselgenerator stößt wie eine Diesellokomotive auch CO2 aus. Das Ganze mit einer Spannungszuführung aus der Oberleitung möchte ich nicht unbedingt machen, denn A, habe ich nicht überall Oberleitung und B, brauche ich dann wieder einen Trafo, Traktionsgenerator und das ist sehr technisch aufwendig. Deswegen, ein Dieselgenerator wäre vom Handling her eine super Sache. Da kann ich einen kleinen Motor einbauen, beispielsweise in PKW-Diesel mit 2 Liter Hubraum oder von mir aus auch nur 1,5 Liter Hubraum, der seine 90 PS hat. Und das würde wahrscheinlich reichen, um diesen Wagen über die Eisenbahnschienen zu befördern. Da komme ich auch mit dem Diesel, was ich dort reintanken könnte, relativ weit. Ich kann handelsübliche Bauteile nutzen, um den dann irgendwann Ölwechsel zu machen etc. Aber Diesel ist vielleicht nicht unbedingt die optimale Kraftstoffvariante. Dann könnte man hergehen, man könnte einen Kolbenmotor einbauen, wie er auch in PKWs und in Nutzfahrzeugen drinnen ist, auch in der unteren Leistungsklasse, und könnte den zum Beispiel mit CNG befeuern, also mit Compressed Natural Gas, Methan zum Beispiel, oder mit LNG, Liquefied Natural Gas. Das ist auch wieder auf Methanbasis. Das könnte ich zum Beispiel auch regenerativ herstellen, zum Beispiel in Biogasanlagen, zum Beispiel in Klärwerken durch die Vergärung der festen Bestandteile oder in Kompostieranlagen etc. Gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. In Dänemark wird das zum Beispiel im großen Stil gemacht. In Deutschland gibt es gesetzliche Hürden, die das Ganze im großen Stil nicht so leicht zulassen. Wäre aber möglicherweise ein Energieträger, mit dem man das Ganze befeuern könnte. Dann gibt es natürlich noch das, was aktuell von unserer Regierung hochgelobt wird und als der heißeste Shit betrachtet wird, nämlich das Ganze aus Wasserstoff, aus Green Wasserstoff. Aber dieser Green Wasserstoff muss natürlich auch irgendwo herkommen. Da habe ich die Möglichkeit, diesen Wasserstoff zu erzeugen, indem ich Windstrom nehme und Elektrolyse betreibe oder indem ich Sonnenstrom nehme und auch wieder Elektrolyse betreibe. Den Wasserstoff, den ich dabei gewinne, muss ich natürlich einfangen, komprimieren und speichern. Und dann hätte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verfeuere den Wasserstoff wieder in einem Kolbenmotor. Das ist State-of-the-Art-Technik, die mittlerweile bewährt ist, die gibt es, die Technik ist erprobt, die ist jederzeit abrufbereit und vor allem kann ich damit auch Lastspitzen
relativ gut abfangen. Die andere Möglichkeit, aber die ist wieder super fancy und für den deutschen Ingenieur wahrscheinlich der feuchte Traum, ich baue dem Ganzen eine Brennstoffzelle rein. Aber Brennstoffzellen, ja, sehen wir ja jetzt zum Beispiel bei den Zügen, die im Taunus eingesetzt werden. Brennstoffzellen sind aktuell im Schienenverkehr noch nicht so betriebsfest. Allerdings hätte die Brennstoffzelle einen Vorteil, den ich sehr gut finde, wenn ich den Faden weiterspinne. Nämlich, die Brennstoffzelle ist ja nicht in der Lage, relativ schnell viel Energie zu liefern, außer ich baue eine riesengroße Brennstoffzelle rein. Also brauche ich zu dieser Brennstoffzelle auch wieder einen Akku, allerdings einen kleineren Akku, als wenn ich das Fahrzeug nur mit dem Akku befördern möchte. Also könnte ich zum Beispiel hergehen, ich baue eine Brennstoffzelle ein mit meinetwegen 20 Kilowattstunden Output-Leistung und baue zusätzlich einen Akku ein, der meinetwegen 50 Kilowattstunden Strom speichern kann. Dann kann ich, wenn ich das Fahrzeug beschleunigen möchte, die Energie aus dem Akku nehmen und meine Brennstoffzelle läuft in ihrem Grundlastbetrieb oder in ihrem Dauerlastbetrieb weiter und puffert mir den Akku. Bei Lastspitzen nehme ich Energie aus dem Akku und dieser Akku wird immer weiter durch die Brennstoffzelle gepuffert, bis er meinetwegen 80% voll ist und ich noch eine Restkapazität von 20% habe. Warum will ich diese Restkapazität von 20%? Nun, das ist relativ einfach, denn wenn ich das Fahrzeug elektrisch betreibe, egal ob durch eine Brennstoffzelle oder aber durch einen Akku, brauche ich immer einen Elektromotor. Und der Elektromotor wäre für mich die Wahl schlechthin. Denn egal welchen Antrieb ich einbaue, habe ich einen Elektromotor, habe ich zum einen eine Kraftübertragung, mit der ich das Fahrzeug aus dem Stillstand anfahren kann. Denn bei jedem Kolbenverbrennungsmotor habe ich das Problem, ich muss das Fahrzeug aus dem Stillstand anfahren können. Dazu brauche ich entweder einen Drehmomentwandler als flexibles Bindeglied oder aber ich brauche eine Kupplung, wie sie zum Beispiel im PKW oder im LKW-Bereich drin ist. Beim PKW eine Einscheiben-Trockenkupplung, im LKW unter Umständen eine Mehrscheiben-Nasskupplung oder eine Mehrscheiben-Trockenkupplung, die natürlich beim Anfahren auch wieder verschleißt. Und wenn ich einen Elektromotor da drinnen habe, dann kann ich hergehen und kann mein Fahrzeug dynamisch bremsen, kann diese Energie, die beim Bremsen erzeugt wird, durch Rekuperation, also dadurch, dass der elektrische Motor als Generator arbeitet, kann ich in dieses Fahrzeug immer wieder ein Speichermedium reinbauen, einen Akku in welcher Größe auch immer, um dort die Energie, die beim Bremsen anfällt, zu puffern. Oder wir gehen ein Stück weiter, wir bauen keinen Akku ein im herkömmlichen Sinne, sondern wir bauen zum Beispiel einen Supercap ein, also einen Kondensator, der ist in der Lage, in relativ kurzer Zeit hohe Ströme, hohe elektrische Energiemengen aufzunehmen und auch wieder abzugeben. Er ist nur nicht in der Lage, die über relativ große Zeiträume zu speichern, muss er aber auch gar nicht unbedingt, denn wenn ich bremse, muss ich auch in der Regel kurze Zeit später wieder anfahren und dann kann ich die Energie speichern für diese kurze Zeit und kann sie anschließend wieder aus meinem Supercap-Kondensator abrufen und kann sie wieder in diesem Fahrmotor aufnehmen. So, jetzt haben wir, glaube ich, die antriebstechnische Hardware lang und breit erklärt. Das ganze Ding könnte ich auf jeden Fall unter Flur in so einem stinknormalen Güterwagen einbauen. Wenn ich das Ganze mit einem Generator, der auf welche Art und Weise auch immer mit welchem Kraftstoff betrieben wird, mache, kann ich diesen Generator irgendwo geschützt am Längsträger vom Wagen einbauen und kann an einer oder an zwei Achsen einen relativ kleinen elektrischen Fahrmotor einbauen, der entweder direkt via einem Tatzlager-ähnlichen Antrieb, also mit einem kleinen Motorritzel auf dem Ritzel, das direkt auf der Achse drauf sitzt,
kann ich diesen Motor betreiben und muss mir über Abfederung von diesem elektrischen Motor überhaupt gar keine Gedanken machen. Ich brauche keinen Kardanantrieb da unten drunter oder sonst irgendwas. Damit wäre ich meiner Meinung nach relativ fein raus. Wäre also meine Wahl des Antriebs. So, und jetzt hatte ich vorhin angefangen gehabt, was braucht das Fahrzeug alles an Ausrüstung? Ich hatte gesagt, ich brauche ein GPS zur Positionierung, damit das Fahrzeug weiß, wo es ist. Ich brauche vor allem einen Datenfunk, daran denke ich an den 5G-Mobilfunkstandard, damit dieser Wagen sich mit Infrastruktur austauschen kann, damit die Infrastruktur weiß, wo dieser Wagen ist. Denn ich würde, wie das bei ETCS, also bei dem European Trail Control System, beziehungsweise bei dem ERTMS, European Rail Traffic Management System, wie das da im Endausbau ist, dass die Gleise gar nicht mehr die gleisfreie Meldeanlagen dran haben, wie wir das aktuell haben, sondern dass die Fahrzeuge aktiv, so wie es im Luftverkehr aktuell der Standard ist, dass die Fahrzeuge aktiv der Infrastruktur melden, wo sie sich befinden. Natürlich muss dann GPS so genau geschaltet sein, dass diese künstliche Ungenauigkeit, die für die zivile Anwendung mit eingebracht wird, dass die raus ist, damit ich eindeutig feststellen kann, der Wagen steht auf Gleis 101 oder 102 und nicht, der Wagen könnte auf Gleis 101,5 stehen, da ich nicht genau weiß, ob er auf 101 oder 102 steht. Diese Ungenauigkeit muss also raus. So, und jetzt könnte man hergehen, der Wagen kommuniziert von selbst mit der Infrastruktur. Die Infrastruktur weiß, was ist außer diesem Wagen noch an anderen Fahrzeugen da, und die Infrastruktur wird möglicherweise noch von einem Disponenten überwacht. Da der Disponent möglicherweise den größeren Überblick hat, was an anderen Prioritäten, an Fahrten noch kommt oder nicht. Und dann gibt der Disponent die Freigabe, der Wagen kann jetzt seine Fahrt beginnen. Mit welcher Geschwindigkeit müsste der Wagen überhaupt fahren? Müsste der so schnell fahren, wie ein aktueller Güterzug fährt, also mit 90, 100 oder 120 km/h? Nein, ich denke, dieser Wagen könnte sogar wesentlich langsamer fahren. Ich denke, wenn man diesen Wagen mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60, maximal 80 km/h auf die Strecke drauf lässt, dann hat man A, den Vorteil dessen, dass der Wagen relativ schnell und kurz mit Umgebungssensoren, das gibt es ja alles schon, das ist ja auch mittlerweile schon erprobt und funktionierend. Ich denke da nur an die Tesla-PKWs, die haben auch Umgebungssensoren. Und wenn ich dann diesem Wagen die Möglichkeit gebe, über elektrische Aktuatoren sehr schnell auf die Bremsen drauf zuzugreifen, also auf die Reibelemente, die auf die Radlauffläche draufdrücken oder eventuell auch auf Radscheibenbremsen, wie ich das heute von den ganzen neuen Lokomotiven kenne. Oder ich gehe sogar noch ein Stück weiter und baue dem Wagen noch eine reibwertunabhängige Gleisbremse ein, also zum Beispiel eine Magnetschienenbremse, dann ist dieser Wagen auch in der Lage, wenn er erkennt in seinem Fahrweg, dass dort ein Hindernis ist, dass er relativ schnell noch die Bremsen anlegen kann und somit auch dieses, was die Fahrt eines Eisenbahnfahrzeuges, wenn eben keiner auf der Spitze drauf sitzt und wir von diesem ganzen Fahren im Blockabstand, im Raumabstand weg sind. Damit komme ich dahin, dass diese Wagen mehr oder weniger selbst reguliert mit im Austausch der Wagen untereinander mit den Streckenrechnern dort unterwegs sein können. Also, technische Seite nochmal kurz rekapituliert. Mein Wagen hat einen eigenen Antrieb, wie auch immer geartet. Mein Wagen hat Sensorik wie ein Tesla-PKW, um die Umgebung zu überwachen. Das heißt, er wird wahrscheinlich Ultraschallsensoren haben für den Nahbereich, er wird Kamerasensoren haben. Das kann ich aber alles an diesem Wagen anbauen und damit überwacht er den Nahbereich. Und wenn es zu einer Gefahrensituation kommen würde, hätte dieser Wagen die Möglichkeit,
über elektrische Aktuatoren, dass ich also die Zeitverzögerung, die ich jetzt bei der normalen Druckluftbremse im Zugverband habe, dass ich diese gar nicht mehr brauche, dass der Wagen über elektrische Aktuatoren sofort die Magnetschienenbremse auslösen kann, dass er sofort auf die Reibelemente zugreifen kann. Und wenn ich dann nur zum Beispiel 60 km/h schnell fahre, müsste es nach meinem technischen Verständnis möglich sein, so einen Wagen innerhalb von 200 Metern bei Tempo 60 zum Stillstand zu bringen. Und das ist ein Bereich, den kann ich auf einem sehr großen Teil meiner Infrastruktur durch diesen Wagen selbst überwachen lassen. Und diese Reichweite 200 Meter, die setze ich jetzt voraus, dass ein Tesla, der auf der Autobahn mit zum Beispiel 200 km/h autark ohne Einwirkung des Fahrers mittlerweile fahren kann, dass der auch überwachen kann. Also bin ich in einem Überwachungsbereich, was schon technisch möglich ist. So, das ist die Fahrzeughardware. Und wenn ich jetzt dahergehe und dann noch Synergieeffekte nutzen möchte, dann kann ich zum Beispiel hergehen, dass in einem Bahnhof, wo es mehrere Gleise hat, diese Wagen sich selber sortieren und diese Wagen dann aktiv Platooning betreiben. Also soll heißen, diese Wagen sammeln sich für eine Strecke, wo mehrere dieser selbst angetriebenen Wagen einen gemeinsamen Laufweg haben. Damit habe ich also jetzt den Nahbereich abgedeckt, dieser Wagen, dieser Eisenbahnfahrzeuge. Und wenn ich jetzt so einen Wagen auf eine Fernstrecke schicken möchte, um auch meinen Akku klein zu halten, dann kann ich wieder hergehen, wenn die Wagen weiterhin ihre normale Zug- und Stoßeinrichtung behalten, wie sie sie aktuell haben, also Puffer- und Schraubenkupplung. Oder wir gehen ein Stück weiter, wenn wir tatsächlich in 2040 oder in 2050 sind. Diese Wagen, die digitale automatische Kupplung haben, dann kann ich hergehen, mache dort in meinem Bahnhof eine Zugbildung wie jetzt auch. Nur, dass ich dann in meinem Zug nicht mehr die Druckluftbremse brauche, wie sie heute Stand der Technik ist, sondern über die digitale automatische Kupplung ist jeder der Wagen elektrisch mit dem Fahrzeug an der Spitze verbunden. Das Fahrzeug an der Spitze kann dann also hergehen und kann die Traktionsenergie für den Zug aufbringen, um den Zug über die Strecke zu bringen. Was das Fahrzeug allerdings dann schon nicht mehr unbedingt machen muss, das Zugfahrzeug, ist, den ganzen Zug zu bremsen. Denn dann kann wieder das Fahrzeug hergehen und das ist, finde ich, der geilste Synergieeffekt überhaupt. Das Fahrzeug an der Spitze geht her und spricht jeden Wagen einzeln an über diese elektrische Steuerleitung, die durch den ganzen Zug durchgeht, die über die digitale automatische Kupplung selbsttätig gekuppelt worden ist. Boah Leute, da geht mir so dermaßen das Herz auf, wenn ich das gedanklich durchspiele, weil das für mich Möglichkeiten sind. Das ist eigentlich echt ein Traum. Dann kann die Lokomotive an der Spitze, der Lokführer, der kann hergehen und kann mit der dynamischen Bremse, weil er ja Zugriff hat auf den Motor, der im Antrieb von jedem dieser einzelnen Fahrzeuge drinnen ist, kann er hergehen und kann den Zug fast komplett dynamisch verzögern lassen. Natürlich bis die Akkus, die in den Fahrzeugen drinnen sind, oder die Möglichkeiten zum Speichern der rekuperierten Energie, bis die voll sind. Und dann könnte er natürlich auch wieder hergehen, wenn er wieder anfahren muss. Er muss nicht eine Lokomotive mit beispielsweise 6000 kW Leistung vorne dran hängen haben, sondern es reicht vielleicht auch eine Lokomotive mit nur 1500 oder 2000 kW Leistung, weil er dann wieder über die Steuerleitung, die durch den ganzen Zug durchgeht, die Impulse an den Zug, in den Zug rein, an jedes einzelne Fahrzeug in seinen Zug reinbringen kann, um den Wagen zu sagen, ey Wagen, wir wollen wieder beschleunigen, beteiligt euch da dran. Das sind Möglichkeiten, da geht mir als Eisenbahner, als ehemaliger Lokführer das Herz auf, weil da habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit, mit relativ wenig Traktionsleistung an der Spitze des Zuges, die ja auch immer auf die Schiene gebracht werden muss, bei allen möglichen äußeren Bedingungen, mit sehr
wenig Traktionsleistung vorne, trotzdem den ganzen Zug gleichmäßig und relativ schnell zu beschleunigen. Ja, und dann, wenn ich wieder irgendwo angekommen bin, nachdem ich die lange Strecke überwunden habe, habe ich dadurch, dass ich irgendwann nochmal gebremst habe, relativ volle Akkus in meinem Zug drinnen für den Nahbereich und dann kann wieder, indem man den Zug trennt, auch wieder automatische Kupplung, kann dann ab diesem Punkt jeder Wagen wieder selbsttätig auf die Reise gehen und meinetwegen die letzten 5 bis 50 Kilometer zu seinem Ziel fahren. Oder aber die Wagen kommunizieren im Verschiebebahnhof aktiv mit dem Stellwerk, das die Weichen einstellt, und die Wagen rangieren sich, nachdem sie getrennt worden sind, aktiv zu neuen Einheiten zusammen, so wie das ja jetzt aktuell über einen Ablaufberg drüber beim Güterwagen umstellen funktioniert. Und die Wagen sortieren sich zu neuen Einheiten zusammen, die dann erneut zum nächsten Hub gehen, wo die Wagen dann entweder am Hub angekommen sind, der ihrer Zieldestination am nächsten ist, oder die Wagen sich erneut zerlegen und erneut zusammenbauen. Also diese Möglichkeiten hätte ich dort, wenn ich diesen gedanklichen Faden bis zum Ende spinne. Und da gäbe es mit Sicherheit noch weitere Möglichkeiten, um das Ganze auszuschöpfen. So, Leute, ich habe jetzt eine halbe Stunde gesabbelt. Mein Maul ist fusselig. Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedanken, die aktuell noch relativ unstrukturiert waren, denke ich, bis hierhin folgen. Wenn ja, dann freue ich mich über eure Gedanken, die ihr unten drunter schreibt. Aber denkt bitte dran, ich bin nicht eure Mutter oder euer Partner, euer Lebenspartner, eure Ehefrau, euer Ehemann. Ich kann nicht in eure Köpfe reingucken, ich kenne euch nicht so. Gut, wenn ihr schreibt, lest euch, bevor ihr auf Speichern drückt, nochmal euren Kommentar durch, ob den auch jemand anders, der eure Gedanken nicht kennt, verstehen kann. Denn sonst haben ich und alle anderen Leser das Verständnisproblem von eurem Geschriebenen. Und ihr macht euch ja da zum Teil auch echt richtige Gedanken. Wenn ich da manche Kommentare von euch lese, das sind Kommentare, die haben fast 1000 Wörter. Das ist echt der Hammer, da steckt auch schon Hirnschmalz drin und die sind es wert, gelesen zu werden, diese Gedanken sind es wert, geteilt zu werden, aber tut euch und allen, die eure Gedanken lesen, den Gefallen, schreibt so, dass es für jedermann verständlich ist und wenn ihr euch auf eine Aussage von mir bezieht, schreibt die Minute, die Sekunde mit einem Doppelpunkt dazwischen rein, dann kann derjenige, welche der euren Kommentar liest, gleich an der Stelle mit einsteigen, auf die sich euer Kommentar bezieht. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich bedanke mich für euer Zuhören, für euer Mitdenken, schon mal im Voraus für eure Kommentare. Ja, und dann abhängig davon, was ihr dort auch mit an Gedankenschmalz reinbringt, war das entweder der Ausflug in den Güterverkehr in 15 oder 25 Jahren, wie er sein könnte. Oder wir sehen uns, hören uns irgendwann in der Zukunft wieder, wenn ich eure Gedanken mit meinen Gedanken zusammengebracht habe, das Thema noch ein bisschen aufbereitet habe und wir dann weiterdenken. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's gut, tschüss und Servus, euer Alex.